Wie macht ihr eine Fernleihe? Herzlich willkommen zum Lernvideo Fernleihe. Hier werdet ihr erfahren, was die Fernleihe ist, wann und wie ihr sie benutzen könnt und was ihr dafür braucht. Was ist überhaupt eine Fernleihe? Wenn ihr Literatur oder andere Medien benötigt, welche nicht im Bibliothekssystem der JLU vorhanden sind, nutzt ihr am besten die Fernleihe. Über diese könnt ihr Bücher, CDs oder Kopien von Zeitschriftenartikeln aus anderen deutschen Bibliotheken erhalten. Ihr benötigt hierfür ein spezielles Fernleihkonto, das ihr euch an der Ausleihtheke in der UB oder an der Ausleihtheke in der Zweigbibliothek Natur- und Lebenswissenschaften einrichten lassen könnt. Die Fernleihe kostet in der Regel 1,50 Euro pro Bestellung, ist damit aber immerhin deutlich günstiger als der Kauf eines Buches. Die Benutzerdaten des Fernleihkontos bestehen einmal aus der Leseausweis- oder Chipkartennummer und dem Passwort für das Ausleihkonto. Um euch zu demonstrieren, wie eine Fernleihe funktioniert, schauen wir zunächst nach dem Beispiel Edelsteine für die studierende Jugend von Karl Lindorfer und starten die Suche in Just Find. Leider befindet sich das Buch nicht in Gießen. Um es dennoch zu bekommen, habt ihr zwei Möglichkeiten: den Erwerbungsvorschlag und die Fernleihe. Nach der Auswahl von Erwerbungsvorschlag könnt ihr Angaben zu dem Buch machen, welches ihr haben wollt. Wenn es zudem für andere interessant ist, wird das Buch meist auch angeschafft. Je nach Verlag bekommt ihr nach etwa 2 Wochen eine Benachrichtigung, dass das Buch für euch bereit liegt. Bei Titeln aus dem Ausland kann es länger dauern. Ihr könnt das Buch aber auch per Fernleihe bestellen. Dafür klickt ihr unten einfach auf den zugehörigen Link in Just Find. Ihr werdet zum Hebis-Portal weitergeleitet, welches eine überregionale Datenbank für uns abfragt. Es werden 2 Titel angezeigt. Ihr könnt jetzt den Titel bestellen. Wenn ihr das Fernleihkonto eingerichtet habt und angemeldet seid, könnt ihr das Buch bestellen. Im darauffolgenden Dialogfenster müsst ihr gegebenenfalls noch Angaben ergänzen, bevor ihr schließlich die Bestellung unter Angabe des Passwortes absendet. Fernleihbestellungen treffen in der Regel innerhalb von 3 Wochen ein. Ihr werdet auch per E-Mail benachrichtigt und könnt den Status in eurem Ausleihkonto ansehen. Wenn das Buch ankommt, könnt ihr es 4 Wochen lang behalten und meistens bis zu 2-mal verlängern. Ihr könnt auch Aufsätze oder Zeitschriftenartikel per Fernleihe bestellen. Die Bestellung funktioniert ganz ähnlich. Ihr bekommt den Artikel dann als Kopie. Ähnlich funktioniert auch der Dokumentenlieferdienst Subito. Bei Fragen könnt ihr euch auch gerne an die Auskunftstheken der Bibliotheken wenden oder euch auf unseren Internetseiten informieren. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.